Am 7. März fand der Equal Pay Day statt, der nationale Aktionstag, der den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern sichtbar macht, ist von Business Professional Woman ins Leben gerufen worden und wird 2012 in der Schweiz und in Liechtenstein zum vierten Mal organisiert. Mein Name ist Monika Sturler-Dernser, ich bin im Vorstand vom Business and Professional Women's Club Club Rheindahl und ich bin selbst berufstätige Frau seit 20, 25 Jahren und setze mich sehr für die Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft ein. Der Equal Pay Day wurde von eben BPW Amerika gegründet und vor 4 Jahren auch in die Schweiz übernommen. Und seit 4 Jahren initiiert der Business and Professional Women's Club auch in der Schweiz und in Liechtenstein Aktionen eben zum Equal Pay Day. Erste Resultate gibt es insofern, als dass die Lohndifferenz schon etwas zurückgegangen ist, noch klein, aber immerhin von 19,5% auf 18,4%. Zweiter Erfolg ist, dass Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein in den letzten Jahren schon befragt wurden und auch dieses Jahr eben teilzunehmen, Lohngerechtigkeit in den eigenen Unternehmen zu überprüfen. Und da ist die Teilnahmequote momentan bei 20%. Auf der einen Seite tief, auf der anderen Seite machen immerhin 20% der Unternehmen mit. Ich finde jegliche Art von Aufmerksamkeit, das heißt darüber sprechen, einfach Awareness, also Bekanntheit schaffen, darüber sprechen, dass Frauen eben in der Schweiz und in Liechtenstein bis heute am 7. März arbeiten müssen, um den gleichen Lohn zu erhalten, den ein Mann am 31.12. schon in der Tasche hat. Ich denke, dieses Thema zu thematisieren, sei es in den Unternehmen, in den Familien oder privat, hilft sehr viel. Ich denke, dass die Stimmung bereits positiv ist. Ich erlebe sehr viel auch von Unternehmern, von Vätern, also von Führungskräften, dass da Offenheit besteht. Ich glaube, die zweite Linie ist jetzt wirklich die Umsetzung. Also das Unternehmen hergehen, jetzt wirklich konkret prüfen, gibt es Lohnunterschiede? Ja, nein. Diese beheben und das auch aktiv als Marketinginstrument einsetzen. Also konkret die Maßnahme eben, den Sachverhalt aus dem Weg zu räumen. Eben, dass die Unternehmen ihre Unternehmenskultur, also ihre Personalakten durchforsten und das genau anschauen und dann konkret eben die Maßnahmen, eben Bandbreiten für Berufe, Transparenz. Ich denke, Transparenz ist ein wichtiges Thema. Wenn jeder weiß, was die Lohnbasis ist für einen bestimmten Beruf, dann kann man da nicht mit einem tieferen Lohn abgespeist werden. Ich erlebe es positiv. Also es sind mittlerweile auch, wenn in den Führungsebenen noch immer deutlich mehr Männer vertreten sind, sind das zum Teil auch jüngere Männer und zum Teil Familienväter, die gut ausgebildete Töchter entweder gerade heranziehen oder schon haben. Und ich denke, dass diese Väter oder die auch Ehemänner sind und berufstätige Frauen haben, dass die sehr wohl auch ein Verständnis dafür haben und eine ganz andere Stimmung mitbringen, als es vielleicht vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren war.